Steinadler, Eulen oder Falken. Hier auf dem Falkenhof finden sie alle ein Zuhause. Paul Klima bildet seine Tiere hier aus. Hedwig ist der älteste Vogel und mittlerweile 19 Jahre alt. Insgesamt leben 13 Greifvögel und Eulen auf dem Hof. Kennen Sie das Sprichwort Augen wie ein Adler? Das gibt es nicht ohne Grund. Der visuelle Sinn, das ist ja der wichtigste für einen Greifvogel. Die sehen unglaublich gut. Also allein die Sehschärfe ist so 6 bis 8 Mal besser als die des menschlichen Auges. Mhm. Und das ist eine Sache, die funktioniert lustigerweise bei eigentlich allen Beutegreifern, die keine natürlichen Feinde haben. Wenn du das Licht ausmachst, kriegen die keine Angst, sondern die beruhigen sich. Und jetzt kannst du hier irgendwie Squash spielen in der Voliere. Der arme Vogel muss es nicht sehen. Der Hof ist in Dietramszell und bietet reichlich Platz und Raum zum Trainieren und Fliegen. Doch manchmal wollen die Tiere mehr. Der große Masterplan, der Vogel fliegt weg, genießt seine Freiheit, aber er soll halt wieder nach Hause kommen. Und das ist dann nicht die Frage, ob er das tut meistens, sondern eher wann. Also es ist, wenn der Wind toll ist, die Thermik gut ist, dann kann es schon mal sein, dass er einen kleinen Ausflug macht und dann halt erst abends wieder zurückkommt. Der Falkner will Menschen über die Greifvögel aufklären und vor allem sensibilisieren. Deshalb bietet er auch verschiedene Workshops an, um so dem König der Lüfte näher zu kommen.